Gott, ich will mein Food-Tagebuch machen. Das ist von Oktober bis Dezember. Ja, fangen wir auch gleich mal an. Also da steht jetzt Kaffee mit Lin. So Alzheimer kann man mal haben, dass man das vergisst. Als nächster kommt Roulade und das weiß ich noch, weil das war von einer Kundin. Die hat nämlich gefragt, ob sie mir eine Roulade bringen soll und da kann ich natürlich nicht nein sagen. War ja klar, oder? Und die war wirklich gut, die war sogar selber gemacht. Also die war echt gut. Dann steht da Kaiserschmarrn Bondi und von dem wird mir immer sau schlecht, obwohl ich den so gern isst, das ist in dieser Palatschinkeninsel. Dann steht da Pizza Tomate Mozzarella. Das ist in letzter Zeit meine Lieblingspizza gewesen. Beziehungsweise im Oktober. Dann steht da Maggie Fun Fries. Ich glaube, das sind die neuen. Also die neuen in Anführungsstrichen, die gibt es ja nicht mehr. Das war mit dem Speck drauf, die waren überhaupt nicht gut. Dann steht da Eisshake. Jo, Eisshake, sehr cool, oder? Ich habe mir jetzt mal die Bilder rausgesucht, weil irgendwie kann ich mich nicht dran erinnern. Dann steht da Pizza mit Ei. An die kann ich mich erinnern. Ich weiß nur nicht mehr, mit wem ich da essen war oder ob ich die bestellt habe. Das weiß ich nicht mehr. Dann steht der Apfelkuchen. Den habe ich wieder von einer Kundin bekommen. Die messen mich alle. Ja, da war ich mit Michi essen. Da haben wir sich eine Pizza teilt, weil wir beide keine ganze essen wollten. Waren wir nicht brav. Und deswegen haben wir da sich eine teilt. Dann steht da Marzipan-Torte. Oh ja, das ist die von Maggie. Die habe ich... Da war ich mit Michi auch, glaube ich, unterwegs. Weil ich glaube, da waren wir auf der Game City und danach waren wir ja bei ihm Kaffee und Kuchen. Ihr wisst schon, habe ich ja eh auch in dem Follow Me Around gesagt. Dann steht da, da war ich auf einer Schulung von Klaus und da hat sie extra Frühstück aufgebaut, da habe ich ein Foto gemacht, aber viel gegessen habe ich an dem Tag nicht, keine Ahnung warum. Dann steht da Kartoffellocken, oh ja, das war auf dem Kürbisfest mit dem Roman und mit der Lin, die waren so gut. Die waren wirklich gut, da kann ich mich dran erinnern. Und als letzter im Oktober steht da noch Marzipan-Sterne-Kürbisfest. Die waren auch total gut, aber das war mir dann zu viel. Also das war sehr süß. Da habe ich eine Weile nichts mehr braucht danach, obwohl die Linie dann von Maggie danach geredet hat, wenn ihr das Follow Me Around Video gesehen habt. Dann kommt November und da war ich frühstücken mit meiner Arbeitskollegin, mit der Manu. Und da war auch ihr Schwiegervater dabei. Das war wirklich lustig. Ich habe so viel gelacht. Das war wirklich sehr, sehr lustig. Dann steht da McCafé, also wieder Kaffee trinken beim Maggie mit der Vivi. Da waren wir an den Tag sehr, sehr oft, weil wir kein Starbucks erwischt haben, wo Platz war. Deswegen waren wir zweimal beim Maggie. Da habt ihr das erste Bild und danach gleich das zweite Bild. Ja, das war irgendwie ein Mini-Fail. Aber was will man machen, wenn man auf dem Westbahnhof rumspaziert und da ist nie Platz? Also, was will man machen? Dann steht da Burger King 1. Will ich das überhaupt wissen? Da ist nur Burger King. Okay, ich glaube, da war ich mit der Min unterwegs. Ja, war ich. Weil danach waren wir beim Starbucks und haben wieder zwei Kaffee getrunken, wie immer. Ja, dann kommt noch ein Bild mit Burger King. Upsi. Ja, ich ernähre mich ja so ungesund, darf ich ja nicht vergessen. Ja, ist mir aber egal. Ich esse, was ich will. Der Rest ist mir scheißegal. Dann steht der Mini-Donuts Arbeit. Oh ja! Es gab eine Zeit lang bei uns vom Geschäft einen Mini-Donut-Stand. Das war so im November, wie es das Food-Tagebuch gerade erwähnt. Die waren wirklich gut. Und der war urnett. Also der hat uns immer mehr... Was ist denn jetzt passiert? Achso, es hat sich noch... der war wirklich nett. Der hat uns sogar mehr draufgegeben. Ja. Was soll's. Sag ich, die wollen mich alle messen. Also, danach steht der Salat. Da muss ich kurz schauen. Ah ja, da waren wir... bei einer Besprechung in der Arbeit bei einem heurigen, so, sonst klingt es falsch. Da habe ich eine Kürbissuppe zuerst gehabt, das habe ich vollkommen vergessen euch zu zeigen. Und danach habe ich dann nur einen Salat gegessen mit Paprikahändel. Und das Paprikahändel habe ich, glaube ich, nicht ganz geschafft, weil das halt die Suppe auch noch sehr viel davor war. Dann haben wir sich ein bisschen Zeit lassen und dann habe ich mir nur zwei kleine Nachspeisen geholt. Sagt jetzt lieber nichts. Ja, dann steht der Kaffee mit... Ah ja, da war ich ja beim Giovanni-Essen mit der Manu. Und da haben wir auch... Also ich habe Kaffee getrunken, danach habe ich Spaghetti Carbonara gegessen. Und mehr eigentlich, Gott sei Dank, eh nicht an dem Tag. Dann habe ich mich das erste Mal mit Tanja getroffen. Und da waren wir in der Millennium City essen. Und da habe ich das hier gegessen. Ich fand es aber jetzt nicht so gut, wie es hier aussieht. Vielleicht schaut es sehr grün aus, weil ich sehe gerade das Bild auf dem Computer. Das schaut sehr, sehr grün aus. Aber es war okay. Dann steht da Pizza, Tomate, Käse. Alter Schwede.
Und dann steht da Pizza mit Papa geteilt. Na, warte mal, Maggie habe ich vergessen. Maggie war noch. Wer hätte das gedacht? Ich weiß auch gar nicht, mit wem ich da war. Ist, glaube ich, auch gar nicht so wichtig. Dann steht da Pizza mit Papa geteilt. Ah ja, das war, wo er Pizza geholt hat und er hat vergessen, mich zu fragen, obwohl das eigentlich schlimm war. Er hat dann vergessen, mich zu fragen, ob ich auch eine will und ich wollte aber eh keine haben. Und er hat dann mit mir die eine, was er genommen hat, teilt. Und die hat so lecker ausgeschaut, habt ihr das auf dem Foto gesehen? Also die war auch wirklich gut, aber sie war halt so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, woran es gelegen ist. Kommen wir zu Dezember und da hat meine Mom Spieße gemacht. Die waren so gut. Die waren wirklich so gut. Und ich mag ja normalerweise keine Sherry-Tomaten, weil ihr gesehen habt, es waren da welche oben, aber da habe ich es auch gegessen. Was für ein Wunder. Danach habe ich mich, also nicht danach, aber das nächste Bild ist von einem Treffen mit der Tanja. Da hat sie mir das erste Mal dieses Root-Bier gezeigt und ich weiß nicht, ob ich es mag oder nicht mag. Ich bin mir da noch nicht sicher. Also da kann ich mich irgendwie nicht entscheiden, aber egal. Dann steht da Pizza. Oh ja, das ist meine neue Pizza, nach der ich süchtig bin. Die sieht voll ekelhaft aus, aber die schmeckt sowas von gut. Meine Mama hat mich nämlich damit angesteckt. Sie hat einmal eine gegessen, ich weiß nicht mehr wo. Ist auch schon urlang her. Aber sie hat einmal eine gegessen und ich habe das auch ureklig gefunden. Dann habe ich es mal probiert und seitdem esse ich die urgerne. Dann steht da Schoko mit... Oh ja, die hat eine Arbeitskollegin gemacht. Die waren wirklich gut. Da konnte ich eine Zeit lang nicht auf und zu futtern. War ja mal wieder klar. Dann steht da Erdbeeren und Marzipan. Ah ja, da waren wir auf dem Berchtenlauf. Meine Schwester, der Dominik, die Kinder und noch ihre Freundinnen waren auch dabei. Das war wirklich lustig. Ich bin zwar geschlagen worden, was nicht so lustig war, aber es war irgendwie witzig. Obwohl diese Schläge haben weh dann, aber okay. Und da habe ich mir zwei ist ziemlich viel. Da habe ich mir diese Stangen gekauft, wo Schokolade drüber ist. Einmal Erdbeer und einmal Marzipan. Waren extrem gut. Besonders das Erdbeer war auch gut. Das habe ich früher immer gegessen, fällt mir gerade auf. Nostalgie pur. Dann steht der Pizza-Baguette und die habe ich selber gemacht. Ich hatte nämlich so eine Phase vor kurzem, wo ich so Pizza-Baguette gemacht habe. Sollte ich mal wieder machen. Ich weiß, ich esse ungesund, ist mir wurscht. Dann steht da... Ich habe es falsch geschrieben. Händel in Rahmsoße. Wie kann man Händel falsch schreiben? Ich habe das L vergessen. Oh Mann. Ja, das hat mein Bruder gemacht. Das war wirklich gut. Da war Reis dabei. Normalerweise essen wir mit Nudeln. Aber da war Reis dabei und das war wirklich gut. Schon wieder die Pizza mit Spaghetti-Soße. Die hat mir, glaube ich, sogar der Jan bestellt, weil ich unbedingt eine haben wollte. Ja, ich glaube schon. Weil da war auch. Ja, das war an dem Tag. Da ist auch diese gebackenen Palatschinken dabei. Die habe ich mir extra bestellt. Das sind Bananen drin. Also Palatschinken natürlich mit Bananen drin und die wurden gebacken. Aber irgendwie hat mir das nicht so geschmeckt, wie ich gedacht habe. Aber ist ja nicht so schlimm. Dann steht da Kekse und Kuchen, ja. Die habe ich alle geschenkt bekommen. Also alles, was da oben auf dem Foto ist, habe ich geschenkt bekommen von drei Kunden. Eine hat mir so das kleine Sacker mit die Kekse geschenkt, eine andere eine Torte mit Kekse. Und die andere Kundin hat mir noch ein Heferl und so ein Stern, wo frohe Weihnachten draufsteht, geschenkt. Die lieben mich, Leute. Die lieben mich einfach, was soll ich sagen? Und sie messen mich, aber das ist ja nichts mehr Neues. Dann steht da Fisch, das ist von Weihnachten. Da habe ich meiner Mom sogar panieren geholfen, Kartoffelschälen geholfen, Kartoffelschneiden geholfen. Hat Spaß gemacht, weil ich das schon lange nicht mehr gemacht habe. Ich persönlich kann keinen Kartoffelsalat machen. Warum? Weil ich habe das in der Küche immer nur in Mengen gemacht. Und ich habe das Gefühl, ich gebe immer zu viele Gewürze rein, wenn ich das für mich mache. Weil ich bin das nicht gewohnt, so einen kleinen zu machen, aber klingt behindert, aber es ist wirklich so. Dann steht da faschierter Braten, den mein Bruder wieder gemacht hat. Und der macht mich fertig mit seinem faschierten Braten, wirklich wahr. Er macht ihn so gerne und er isst ihn auch gerne, dass er ihn dauernd macht. Und das macht mich fertig. Das macht mich wirklich fertig. Aber er meint es ja nur gut. Also es gibt ja nichts Negatives zu sagen, was das betrifft. Ja. Ich hoffe, euch hat das Food-Tagebuch gefallen. Ich weiß, ich esse ungesund, das ist mir überplumpsen. Manchmal ja, manchmal nein. Aber ich esse halt gerne, wie man sieht. Zu gerne. Zu gerne. Und ich koche auch wieder gern was. Weil viele fragen ja, warum ich das nie herzeige. Das wird jetzt besser. Also im neuen Jahr wird einiges anders, hoffentlich. Und ja. Mein Hund hat sich gerade hinter mir hingelegt. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich ihn nicht drauf haue. Ja, also ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!